Optionale Aufgaben. Schließe 1.100.000 Leute an dein Streckennetz an. Das heißt, wir müssen jetzt noch dafür sorgen, dass ganz viele Städte wachsen. Sorge in Zürich für 135.000 Einwohner. Die kriegen nur ein, zwei Waren mit dazu, dann sind die auch glücklich. Kriegen wir hin. Transportiere 360 Passagiere in einer elektrischen Zuglinie von Rüti nach Chur. Und produziere pro Woche 12 Ladungen Bergkäse in deinen Fabriken und Betrieben. Das heißt, wir müssen eigentlich nur die Produktion hochtreiben. Es würde reichen, also 2 Betriebe einfach mal um eine Stufe zu erhöhen. Das können wir schon mal machen, dann sind wir auf jeden Fall durch. Wir haben ja 2 Betriebe, einmal die in Zürich, die Produktion. Bergkäse-Manufaktur. Erhöhen auf 4,0. Wie viel soll ich machen? 12? 12. Jetzt sind wir bei 8. Dann machen wir ein Appenzell. Das gehört mir gar nicht. Machen wir hier noch eine Stufe mehr. Geschafft. So. Das ist jetzt kein Problem. Das haben wir auf jeden Fall schon mal erreicht. Dann sollen wir 360 Passagiere in einer elektrischen Zuglinie von Rüti, das wäre hier, nach Chur, das wäre da, bringen. Das heißt, einmal so eine Linie lang und dann ist das auch schon geschafft. Chur will ich sowieso als nächstes anschließen. Können wir an Vaduz mit ranhängen. Und das müsste eigentlich auch mit Davos noch verbunden werden. Warte mal, wie war die andere Linie? Chur, Avers und Davos. Davos. Wo ist denn Avers? Da. Transportiere in eine einzelne Zuglinie zwischen den Städten. Gut, hatten wir schon mal. Ist kein Problem. Dürfte nur ein bisschen komplizierter werden mit dem Aufbau. Aber das sollten wir hinkriegen. Ich werde jetzt erst einmal Vaduz anschließen müssen. Das Gute ist, dass wir da noch ein bisschen Platz haben. Das ist perfekt. Dann machen wir das mal an die Rinder mit ran. Dann riecht das so schön, wenn die Leute hier langfahren müssen. Da. Bauen. Parallelgleis kommt mit dazu. Dann ist Chur schon mal angeschlossen. Jetzt können wir noch einen zweiten Bahnhof bauen und Rüti damit verbinden. Aber das machen wir später. Das ist jetzt sowieso noch nicht so wichtig. Und das wird auch erst später kommen, wenn die dann wahrscheinlich hier alle ein bisschen größer sind. Erstmal Avers. Oder Avers. Oder wie auch immer. Divers. Upsala. So, und das wird jetzt interessant, weil jetzt kommen wir in ein sehr bergiges Gebiet, was dementsprechend auch sehr viele Tunnel nach sich ziehen wird. Da müssen wir sehr vorsichtig sein und aufpassen, dass wir möglichst irgendwie runtergehen. Ich kann ja erstmal die Linie setzen und dann verbessern. Es wird nichts. Ich muss tiefer. Wobei wir hier schon tiefer gehen. Und auch können. Minus 7. Minus 2. Minus 3. Und dann dürfte sich das auch mit den Tunneln hier erledigen. Sehr schön. Und dann kommt ein fetter Berg. Natürlich. Nicht alles so bergig wäre hier. Ich glaube, ich habe schon mal gefragt, aber wer hat die Berge in der Schweiz errichtet? Das ist ja furchtbar. Das haben die doch mit Absicht gemacht, um diejenigen, die hier
Linien, Bahnlinien ziehen wollen, zu ärgern. Boah, ist das nervig. Nee, ich glaube, das ziehe ich links rum. Das dürfte einfacher sein, weil wir haben dort einen zu großen Hügel. Jo, passt. So, 500.000 und wir hätten zumindest die Strecke von Chur schon mal fertig. Das schließen wir mit an. Würde nochmal ca. 500.000 brauchen. Jetzt fange ich unter der Perücke natürlich an zu schwitzen. Die wunderschöne Lokführerperücke. Ich habe schon gemerkt, eigentlich bin ich völlig überholt. Denn normalerweise habe ich diese Perücke immer für den Lokführer, der Kohlen schaufelt. Aber hier sind ja keine Kohlen mehr zu schaufeln. Wir sind ja jetzt elektrifiziert. So, jetzt noch Davos mit anschließen und dann sind wir durch. Wobei das mit Davos auch noch interessant wird hier. Ich meine, hier werde ich einen Tunnel bauen. Das geht nicht anders. Macht ihr schon mal weiter, verdient mal Geld. Muss gucken, dass ich das hier irgendwie mit hochbauen kann. Das wird nie was. Das kriege ich da gar nicht hingebaut. Nee, 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 nee. Wir lassen das so, wie es ist. Ist okay. Werden wir jetzt euch irgendwie verbinden. Hier gibt es Zucker und Getreide. Wir werden also Gemüse auch. Zucker, Getreide, Gemüse, dann gehen wir hier hin. So, dann schließen wir das nämlich anders an. Das hat geklappt. Hier werden wir auch schon mal die Verbindung soweit fertig machen. Traumhaft. Sehr gut. Okay, und dann müssten wir im Prinzip auch gleich Getreide, Gemüse, Jodlahiti und Zucker anschließen. Hauptsache die Jodelmehl ins Ohr. Meine Fresse. Ich glaube, ich habe einen zu weit gebaut, aber ist egal. Irgendwas habe ich wieder erfüllt. Ich habe keine Ahnung was. Aber es freut mich. Er sagt auch nichts. Ich habe es einfach erfüllt. Das sind wahrscheinlich dann die optionalen Aufgaben, die nicht angezeigt werden. Wir haben jetzt schon einen ordentlichen Teil des Schweizer Schienennetzes elektrifiziert. Ich denke, wir sind qualifiziert, dies auf die gesamte Schweiz auszuweiten. Ach, guck mal, wir sind hier auch wieder viel zu hoch. Stimmt, wir gehen ja auch immer weiter nach oben. Ich hätte mal so ein bisschen auf die Prozentanzeige schauen sollen. Aber gut. Damit haben wir wieder eine Aufgabe erfüllt. Das war tatsächlich sogar eine der Hauptaufgaben, die bis Juli 1919 erfüllt werden soll. Also auch schon wieder fast 3 Jahre im Voraus.
Und jetzt müssen wir noch die Zuglinie für Chur, Abers und Davos fertig machen. Das machen wir auch alles, kein Problem. Allerdings habe ich noch so viel zu bauen hier. Da fällt mir was ein. Das war jetzt ziemlich dumm. Warte mal. Das kommt von da. Ich muss das ein bisschen umstellen aktuell. Ich glaube, ich reiß die eine Linie komplett weg, aber ist egal. Ich mache das jetzt erstmal fertig. Von dort kommt Zucker. Davos hat selber Zucker. Brauche ich also nicht woanders mit reinbringen. Das ist also Blödsinn, da eine andere Linie mit hinzusetzen. Wir haben hier oben auch Gemüse. Das könnten wir höchstens von hier unten nach Chur bringen. Chur braucht es definitiv. Also Gemüse wird auf jeden Fall eine zweite Linie erhalten. Wie sieht es aus mit Getreide? Gibt es auch in Chur? Davos kann auch Getreide haben. Dann brauche ich da auch kein Parallelgleis machen. Reicht also, wenn wir es für Getreide machen. Ist okay. Ah, viel zu viel Aufwand manchmal, wirklich. So. Eine so. Eine so. Und zwei so. Sorry. Hier Wartungsdepot, Lagerhalle. Lagerhalle mit Gemüse. Getreide kommt schon mal. Zucker kann ich hochbringen. Auch hier können wir Holz dann später aus Chur mit runterbringen. Allerdings muss ich jetzt mal gucken, haben wir noch genügend freie Gleise? Jo. Holz, Getreide. Was habt ihr für ein Problem damit, wenn ich da was anschließen will? Mal ganz ehrlich. Was ist denn daran jetzt so schlimm gewesen? So. Holz kommt. Wird ein Parallelgleis bekommen. Weil wir Holz nämlich gar nicht nach unten bringen müssen, weil hier auch Holz ist. Ja, die können sich alle selber versorgen. Brauchen gar nicht die ganzen Warenlager. Aber dann kann ich hier auch einen weiteren Bahnhof bauen, dann ist das egal. Das passt mir ganz gut in den Kram. Achso, Davos habe ich noch nicht angebunden. Okay, warte. Dann machen wir das jetzt erst. So, sind nur 7 Millionen. Okay. Vielleicht sollte ich das doch eher hinten rumbamseln. So, 11% ist zu hoch von der Steigung her. Bis dahin klappt. Es sind nur noch 3 Millionen. Juhu. Dann, wenn ich hier lang gehen will, haben wir auch zu bergiges Gebiet. Gehen wir mal weiter nach links. Ist auch nicht schön.
Okay. Das haben wir. Gehen noch ein bisschen weiter nach rechts, damit wir dann auch die Möglichkeit haben, den Rest noch mit anzuschließen. Nämlich Milch und Holz, gegebenenfalls das Bier, muss ich mal gucken. Parallelgleis ist gebaut, die Züge werden gleich integriert. Sehr gut. Und der Rest kommt von hier aus nach oben. Okay, das steht soweit. Was wollte ich jetzt hier oben machen? Irgendwas war doch. Stimmt, ich wollte hier einen weiteren Bahnhof bauen, um Getreide mit reinzubringen. Und dann müssen wir Julia auch noch mit Rüti verbinden. So. Weil wir es uns leisten können, werden wir hier jetzt auch ein Wartungsdepot mit hinbauen. Okay, Holz kommt sowieso runter nach Avers, weil wir das von hier aus machen werden. St. Moritz kommt später mit dazu. Spielt das überhaupt eine Rolle? Nein, wir sollen es bloß vergrößern, ne? Ja. Ilanz gehört auch noch mit dazu, wo auch immer Ilanz ist. Ach da. Jo, machen wir auch noch. Später. Jetzt ziehen wir erstmal die Linie nach Rüti. Dorthin. Oh, wird zu lang, sehe ich gerade. Aber ist nicht schlimm. Wir bauen, soweit wir bauen können. Sollen ja nur Passagiere transportieren. Da stand nichts von Express. So, 300.000 hat es bisher nur gekostet. Ich denke, dass die kleine Flussfahrt auch nicht teuer wird. Dann schließen wir Rüti hier oben mit an. Gehen wir schön mit dem Fluss mit. Sind völlig im Flow sozusagen. Haben gerade mal noch 500.000, die das Ganze kostet. Und alles ist gut. Wie viele sollen transportiert werden? 360 Passagiere von Rüti nach Chur. Dafür müsste Chur aber erstmal mit den restlichen Städten verbunden sein. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habe ich hier noch nichts gebaut, was diesbezüglich dann dazu führen lässt, dass die Leute hier hoch und runter kommen. Sprich keine Züge. Dann machen wir jetzt mal 4 Stück. Stück von Chur 1 nach Avers rüber. 4 Stück von hier nach Davos. Und ein Zug von hier per Express nach Chur. So, das kann in Ruhe laufen. Das könnt ihr alles in Ruhe machen. Ich muss hier nichts weiter tun. Wartungsdepots sind dran. Auch hier haben wir eins. Sehr gut. Und jetzt heißt es, die Städte zum Wachsen bringen. Das wird das Wichtigste sein. Ach, und ich muss ja auch noch die Transportlinie so fertig machen. Dann müssen wir hier irgendwie eine Abzweigung machen. Das dürfte dann funktionieren.
Ja, passt mal auf. Wir nehmen Chur. Haben im Prinzip diese beiden Gleise. Die kommen hier runter und sind die obersten beiden. Es wird jetzt sehr interessant, was ich baue. Bitte nicht wundern. Aber wir müssen ja irgendwie die Züge auch noch rüberkriegen. Okay, das funktioniert. Dann brauchen wir hier noch den Weichenkopf. Und dann können die theoretisch auch nach Avers rein und wieder zurück. Das heißt, ich brauche jetzt drei Züge von hier nach da, dann wieder hierhin zurück und da wieder hoch. Na gut, das letzte hätte ich mir sparen können. Machen wir vier, ist okay. Und die Waggons sind unterwegs. Das heißt, das läuft auch. Die Einwohner müssen mehr werden. Das bedeutet, ich muss jetzt dafür sorgen, dass sämtliche Städte gut beliefert werden mit allem Zeug. Wir haben hier Gemüse, das wird langsam hochgeliefert. Das kommt von unten aus Avers. Und Fleisch könnte aus Vaduz kommen. Allerdings müssen wir dafür sorgen, dass das Fleisch dann auch wirklich runtergeliefert wird. Es gibt auch nur die eine Strecke, die habe ich jetzt gerade erst fertig gemacht. Da kommt also noch einiges mit dazu. Lagerhalle, Fleisch fertig machen, auch für Avers. Die noch nicht mal eine Produktion für irgendwas haben, aber ich wüsste auch nicht, was die produzieren sollten. In Davos, da gibt es auch noch nichts. Da könnten wir dafür sorgen, dass die beispielsweise Bergkäse machen. Das wäre möglich. So, bitteschön. Dann kriegt ihr nämlich den Anschluss zu Gemüse und Kräutern. Oh ja, ich hatte auch schon früher viele Abonnenten. Die haben mich so geliebt, dass sie Steine für so ein spitzes Ding geschleppt haben. Jedes Abo ein Stein. Mal sehen, wie hoch das Ding wird.